Gäste und Wettbewerbsteilnehmer, herzlich willkommen. Wir ehren die Preisträger und Teilnehmer der 51. Kleinen Tage der Harmonika in Klingenthal. Wir begrüßen zu diesem feierlichen Anlass recht herzlich die Oberbürgermeisterin der großen Kreisstadt Klingenthal, Frau Ute Sander. Wir heißen herzlich willkommen Herrn Thomas Stranz in Vertretung von Ulrich Lupert, Mitglied des Landtages, Herrn Meldke, Geschäftsführer der Weltmeister-Akkordeon-Manufaktur mit Gattin und Tochter und ebenso alle Mitglieder des Fördervereins und Stadträte von Klingenthal. Wir begrüßen weiterhin alle Sponsoren der Kleinen Tage der Harmonika 2023, die Vereinsmitglieder des Fördervereins für internationale Akkordeonwettbewerbe in Klingenthal und natürlich besonders herzlich alle Teilnehmer mit ihren Eltern und Lehrern. Ein besonderer Gruß gilt ebenso den diesjährigen Juroren. Fast 50 junge Musiker haben in 6 Kategorien ihr musikalisches Können vor der sachkundigen, erfahrenen Jury unter Beweis gestellt. Sie haben viele Stunden ihrer Freizeit damit verbracht, ihr anspruchsvolles Programm einzustudieren. Es ist ebenfalls den Eltern und Lehrern zu danken, die ihre Kinder bzw. Schüler immer wieder motivieren und unterstützt haben. Jeder Teilnehmer kann richtig stolz auf seine Leistungen sein, auch wenn es in diesem Jahr vielleicht noch nicht für einen Preis gereicht hat. Krásné dopoledne, část přeložím. Téměř 50 mladých hudebníků prokázalo své hudební dovednosti před zkušenou porotou. Všichni účinkující strávili mnoho hodin a svého volného času s přípravou náročného programu. Na tomto místě je potřeba poděkovat rodičům a učitelům, kteří své žáky vždy v přípravě motivují a podporují. Každý účastník může být právě hrdý na svůj výkon, přestože třeba v letošním ročníku nedosáhnul na stupně vítězů. Frau Ute Sander, Oberbürgermeisterin der großen Kreisstadt Klingenthal, wird nun das Wort an Sie. Im Anschluss daran hören Sie die Preisträger der Kategorie 2, das betrifft Akkordeon-Duos und kammermusikalische Besetzungen bis 19 Jahre. Es spielt für Sie Hans-Friedrich Wöhl Akkordeon und Wilhelm Lätsch Violoncello und wir hören ein Exzerpt aus Sonic Eclipse von Richard Romiti. Das ganze Stück wäre etwas zu lang, deswegen hören wir eben nur diesen Ausschnitt und daran anschließend an diese Darbietung erfreuen uns Hans Friedrich und Wilhelm mit Allegretto Poco Moderato aus 24 Präludien von Dmitri Schostakowitsch. Liebe Preisträger und Teilnehmer der 51. Kleinen Tage der Harmonika, werte Gäste. Es ist mir eine Freude, Sie in unserer Musikstadt Klingenthal begrüßen zu dürfen. Die Stadt Klingenthal ist ein traditionsreiches Zentrum des Akkordeon- und Harmonikabaus und kann ebenso auf eine weltweite Bekanntheit der internationalen Akkordeonwettbewerbe zurückblicken. Umso wichtiger ist es für uns, diesen Weltruf zu bewahren und zu erweitern. Dies zeigt sich auch darin, dass sich an diesem Wochenende wieder junge Akkordeonisten bei uns in Klingenthal trafen, um ihr Talent und ihre Fähigkeiten zu präsentieren. Die Kleinen Tage der Harmonika begannen einst als Wettbewerb zur Förderung des Nachwuchses im Akkordeonspiel im Kreis Klingenthal und in seiner näheren Umgebung. Vor 51 Jahren wurde der Wettbewerb noch unter dem Namen Festtage der Harmonika in Klingenthal geführt.
aber durch die steigenden Leistungen der Preisträger des Nachwuchswettbewerbes konnten diese auch am internationalen Akkordeonwettbewerb teilnehmen. Deshalb sind Anmeldungen für beide Wettbewerbe keine Seltenheit. Durch die bundesweite Ausschreibung des Wettbewerbes ist es unser Bestreben, mehr Nachwuchsmusiker aus Deutschland in den Wettbewerb zu integrieren. Dies erfolgte erstmalig im Jahr 2020. Mit diesem eingeschlagenen Weg möchten wir alle jungen Akkordeonisten aus Deutschland und der gesamten benachbarten Tschechischen Republik mit unserem Wettbewerb ansprechen. Wir haben in diesem Jahr 51 Anmeldungen junger Musikerinnen und Musiker aus 5 Bundesländern der Bundesrepublik Deutschland und der Tschechischen Republik registriert. Darüber freuen wir uns sehr. Der Nachwuchswettbewerb ist für die jungen Musiker die ideale Möglichkeit, ihre musikalische Karriere zuerst zu beginnen, dann Erfahrungen zu sammeln, ja, und später Kontakte zu knüpfen, sich untereinander auszutauschen, vielleicht auch zu vergleichen. Vielleicht sind auch gerade diese Bühnenerlebnisse ausschlaggebend für den weiteren Weg der jungen Musikerinnen und Musiker und sind der Anstoß für eine tiefgehende musikalische Ausbildung. Vielleicht sogar zum Handzug Instrumentenbauer, sprich Akkordeon- und Harmonikabauer, hier bei uns in Klingenthal. An dieser Stelle möchte ich die Gelegenheit nutzen, um auf das Berufsschulzentrum EO Plauen, Schulteil Musikinstrumentenbau Klingenthal, aufmerksam zu machen. Mit dieser Berufsschule und Berufsfachschule für vogtländischen Musikinstrumentenbau bieten wir für den zukünftigen Lebensabschnitt ideale Voraussetzungen, um umfangreiche Fachkenntnisse und musikalische Fähigkeiten zu erlernen. Unsere Berufsschule ist deutschlandweit die einzige Schule, die dieses traditionsreiche Handwerk ausbildet. Letztendlich würde davon auch später noch unsere eigene Akkordeon- und Harmonika-Industrie profitieren und ein Teil der Klingenthaler Stadtgeschichte würde gewahrt werden. Mich freut es zu sehen, wie die kleinen Künstler viele Stunden ihrer Freizeit der Musik widmen. In der heutigen Zeit, die von technischen Spielereien geprägt ist, ist dies alles andere als selbstverständlich. Der Applaus und die Anerkennung der Jury und des Publikums sind der Lohn für ihr fleißiges und intensives Üben. Dafür gebührt den jungen Akkordeonisten unser Dank. Für die Jury ist es sicher nicht immer leicht, unter den vielen leistungsstarken Teilnehmern den Besten oder die Beste zu ermitteln. Aber mit Sicherheit haben sie auch in diesem Jahr alle Teilnehmer mit einem fairen Urteil bedacht. Die Beurteilung durch diese sachkundige Jury ist ein Prädikat für Leistungen und Fähigkeiten. Und das Zeugnis kann einem niemand mehr wegnehmen. Ganz besonders möchte ich den Juryvorsitzenden, Herrn Werner Osten und Frau Ute Sander, für ihre ausgezeichnete Arbeit danken. Für viele selbstverständlich, aber immer lobenswert und erwähnenswert, die überaus engagierte Arbeit der Organisatoren, der Sponsoren und der freiwilligen Helfer. Dafür ein ganz großes Dankeschön. Als Oberbürgermeisterin der großen Kreisstadt Klingenthal danke ich Ihnen für Ihren Besuch in unserer Musikstadt Klingenthal. Und ich möchte Sie gleichzeitig ganz herzlich zum 60. Internationalen Akkordeonwettbewerb einladen. Dieser findet vom 8. bis zum 13. Mai wieder in Präsenz statt. Die Klänge und Melodien der rund 65 Musikerinnen und Musiker aus 17 Ländern, und davon kommen 5 Teilnehmer aus Deutschland, können Sie hautnah in den Wettbewerbslokalen
auch im Livestream verfolgen. Zudem möchte ich Sie darauf aufmerksam machen, dass auch in diesem Jahr wieder ein anspruchsvolles Rahmenprogramm stattfinden kann, mit vielen verschiedenen Konzerten und sogar einer Podiumsdiskussion, an der internationale Fachleute und Musiker der Akkordeonszene über aktuelle Themen in den Meinungsaustausch treten. Allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern des diesjährigen Wettbewerbes wünsche ich weiterhin ganz viel Freude und noch mehr Erfolg am Musizieren. Ich hoffe, diese musikalischen Erlebnisse bleiben Ihnen positiv in Erinnerung und ich darf Sie bald wieder hier in unserem schönen Klingenthal begrüßen. Ich würde mich sehr darüber freuen. Dankeschön.
Präsident der Jury, Frau Ute Sander, und Hanna Osten, die Oberbürgermeisterin, Frau Judith Sander, und Sponsoren des Wettbewerbs werden heute die Urkunden und Preise übergeben. Die Ergebnislisten des diesjährigen Wettbewerbs werden nach dem Preisträgerkonzert online veröffentlicht. Ich werde im Laufe der Veranstaltung die Teilnehmer und Preisträger der einzelnen Kategorien verlesen und bitte danach die genannten nach vorn. Die Preisträger möchten ihre Gutscheine bitte nach Beendigung der Veranstaltung bei den Mitarbeitern des Organisationsbüros im Eingangsbereich im Foyer der Aula einlösen. Předsedkyně poroty paní Ute Sander, předseda poroty pan Werner Osten, starostka Klingenthalu paní Judith Sandner a sponzoři dnes předají všem účinkujícím diplomy a ceny. Výsledkové listiny letošního ročníku budou zveřejněny online na webových stránkách soutěže po skončení koncertu vítězů. V průběhu koncertu budou vyhlašovány výsledky jednotlivých kategorií. Všichni účastníky z dané kategorie prosíme, aby se po přečtení jejich jména dostavili na pódium. Všichni ocenění si mohou po skončení koncertu vyzvednout své finanční odměny u pracovníků kanceláře ve foyer sálu. Vielen Dank an Frau Tschischkova. Am Wettbewerb der Kategorie 1a, Solisten bis 10 Jahre, haben mit Erfolg teilgenommen Heidi Kopliha von der Kreismusikschule Rudelstadt aus Thüringen. Leider ist sie krankheitsbedingt heute nicht hier und lässt sich entschuldigen. Kommen wir nun zur Ehrung der Preisträger. Dritter Preisträger der Kategorie 1a wurde Balduin Hagner von der Kreismusikschule Rudelstadt aus Thüringen. Sponsor dieses Preises ist die Firma Lange Optik von Frau Annette Meinen. Zweiter Preisträger ist Mikuláš Pšiša von der Kunstschule Chlinsko aus der Tschechischen Republik. Sponsor dieses Preises ist die Sparkasse Vogtland. Den ersten Preis erreichte in diesem Jahr Jaroslav Pokuta von der Kunstgrundschule Sesimovo Usti, ebenfalls aus der Tschechischen Republik. Dieser Preis wurde ebenfalls von der Sparkasse gestiftet. Von der Familie Asendorf aus Klingenthal wurde auch in diesem Jahr ein Sonderpreis für den jüngsten Preisträger ausgelobt. Diesen Preis erhält Mikuláš Pšiša aus der Tschechischen Republik. Die Übergabe erfolgt durch Frau Brigitte Asendorf persönlich. Ich bitte die Preisträger nach vorne.
Wettbewerb der Kategorie 1b, das betrifft Solisten, die nicht älter als 12 Jahre alt sind, haben mit Erfolg teilgenommen. Teresa Schalupova von der Kunstschule F. Chingera Tohova-Svini aus der Tschechischen Republik, Jan Dufek von der Kunstschule Sokolovska, ebenfalls aus der Tschechischen Republik, Eliška Štěrýtová von der Musikschule Vlažen, Ilja Wischek aus Sachsen. Diese Teilnehmer bitte ich jetzt mal nach vorne. Preisträger der Kategorie 1b werden zur Preisübergabe aufgerufen. Den dritten Preis erhält Erik Emmerlich vom Robert-Schumann-Konservatorium Zwickau. Zweiter Preisträger ist Christian Mayer aus Bayern, der Privatunterricht in Bad Aibling nimmt. Den ersten Preis erspielte sich Jolanda Otto von der Musikschule Mittelsachsen Freiberg. Die Preisgelder für die Preisträger der Kategorie 1b wurden von der Firma Organisation und Software Service GmbH Jürgen Irner zur Verfügung gestellt. Ich bitte die Preisträger nach vorne. Freuen wir uns jetzt auf den ersten Preisträger der Kategorie 1a. Jaroslav Pokuta aus der Tschechischen Republik spielt für uns von Alexander Jekic mit Tango. Daran anschließend musiziert für uns die erste Preisträgerin der Kategorie 1b, Jolanda Otto von der Musikschule Mittelsachsen Freiberg. Sie spielt für uns The Old Picture von Jewgeni Derebenko.
setzen nun die Ehren der Teilnehmer fort mit der Kategorie 2. Am Wettbewerb dieser Kategorie, Solisten der 15 Jahre, haben teilgenommen Suana Babic von der Städtischen Musikschule Chemnitz, Annalena Kübner von der Musikschule Freiberg, Mihailo Obradovic vom Musikstudio Ebert aus München und Daniel Sticker von der Kunstschule Therese Biskowe Pilsen aus der Tschechischen Republik. Ich bitte die Aufgerufenen nach vorne. Den dritten Preis erspielte sich in der Kategorie 2 Timea Krahl von der Musikschule Freiberg. Dieser Preis wurde von der Sparkasse Vogtland gestiftet. Den zweiten Preis erreichte Jan Ortega von der Kunstschule Dinje, Tschechische Republik. Sponsor dieses Preises ist ebenfalls die Sparkasse Vogtland. Der erste Preisträger der Kategorie 2 der 51. Kleinen Tage der Harmonika ist eine Preisträgerin. Sie heißt Paula Reichelt und kommt von der Musikschule Freiberg aus Sachsen. Der Preis wurde von der Hubertus-Apotheke Klingenthal, Frau Eike Pardl, zur Verfügung gestellt. Ich bitte die Preisträger nach vorne. Wir hören nun die Preisträger der Kategorie Kammermusik K1 mit Ostinato und Hektik D von Daniel Hellbach. Diese Preisträger sind Timea Krahl und Jolanda Otto und spielen beide Akkordeon. Thank you.
In der Kategorie 3, Solisten, die nicht älter als 19 Jahre sind, haben sich in diesem Jahr 5 Teilnehmer den hohen Anforderungen gestellt. Richard Junge von der Städtischen Musikschule Chemnitz und Bibi Leitznering von der Mittelschule Mittelsachsen haben mit Erfolg teilgenommen. Ich bitte die Teilnehmer nach vorne. Der dritte Preisträger der Kategorie 3 der 51. Kleinen Tage der Harmonika heißt, eine Preisträgerin, Annalena Kreher von der Städtischen Musikschule Chemnitz aus Sachsen. Einen zweiten Preis erreichte Hanna Matekova von der Kunstschule Therese Griskowe von Pilsen. Mit dem ersten Preis ehren wir Ruben Tizian Roth vom Robert-Schumann-Konservatorium Zwickau. Die Preisgelder für die Preisträger der Kategorie 3 werden von der Injekta GmbH Klingenthal gestiftet und werden vom Personalleiter Herrn Jörg Lazarus persönlich übergeben. Außerdem erhält Ruben Tizian Roth den Sonderpreis des Deutschen Akkordeonlehrerverbandes Landesverband Sachsen als punktbester Teilnehmer mit Wohnsitz und Ausbildungsstätte in Sachsen der Solistenkategorie. Übergeben wird dieser Sonderpreis, dotiert mit 100 Euro, von Frau Ute Sander, Präsidiumsmitglied des Deutschen Akkordeonlehrerverbandes Landesverband Sachsen. Ich bitte die Preisträger nach vorne. Die erste Preisträgerin der Kategorie 2, Paula Reichelt, musiziert nun für Sie. Sie bringt uns von Wjatoslav Semjonow Sevdana zu Gehör.
waren beim diesjährigen Wettbewerb wieder zwei Duo- bzw. Kammermusikkategorien ausgeschrieben. Am Wettbewerb der Kategorie K1, die Teilnehmer dieser Kategorie dürfen nicht älter als 14 Jahre sein, haben sich drei Duos beteiligt. In dieser Kategorie wird in diesem Jahr ein dritter Preis vergeben an das Duo Ida Ludwig, Akkordeon und Eva Ludwig, Blockflöte vom Konservatorium Georg Friedrich Händel, Halle. Den zweiten Preis in der Kategorie K1 erspielten sich Daniel Sticker, Akkordeon, und Adela Bokorna, ebenfalls Akkordeon, von der Kunstschule Therese Briskowe aus Pilsen. Wir gratulieren den ersten Preisträgern ganz herzlich zu ihrem Erfolg, die ihr Können uns schon zu Gehör gebracht haben. Ich bitte Timea Krahl, Akkordeon, und Jolanda Otto, Akkordeon, von der Musikschule Freiberg, ebenfalls auf die Bühne. Auch diese Preise wurden von der Sparkasse Burgenland zur Verfügung gestellt. In der Kategorie K2 konnten wir in diesem Jahr ein Trio und 8 Duos begrüßen. Ich bitte auf die Bühne Bela Brichtzin, Akkordeon, und Karl Wegner, Viola, vom Musikstudio Ebert München, Anna Matejkova, Akkordeon, Susanna Breuer, Ruben, Flöte, von der Kunstschule Therese Briskowe aus Pilsen, Richard Schellenberg, Akkordeon, Finja Müller, Klarinette, Navid Joschko, Violine, vom Konservatorium Cottbus, Brandenburg, Corbinian Stark, Akkordeon, Leander Ross von Musikstudio Ebert München, Lene Zahn und Isabel Seidt, Akkordeon und Saxophon von der Kreismusikschule Dreiländereck aus Löbau, und Martha Zirkler, Akkordeon, und Johannes Zirkler, Akkordeon vom Konservatorium Georg Friedrich Händel, Halle. Ich bitte die Teilnehmer nach vorne.
Caroline Dietz Violine vom Konservatorium Georg Friedrich Händel aus Halle. Ein weiterer zweiter Preis geht an das Duo Sophia Holler Accordion und Caroline Holler Harfe von der Musikschule Johann Sebastian Bach Leipzig. Die ersten Preisträger in der Kategorie 2 haben das diesjährige Preisträgerkonzert musikalisch eröffnet. Ich bitte zur Preisverleihung auf die Bühne Hans Friedrich Wöhl Akkordeon und Wilhelm Lätsch Violoncello von der Musik- und Kunstschule Jena. Der Stifter dieser Preise ist wiederum die Sparkasse Vogtland. Ich bitte die Preisträger zur Übergabe der Preise durch den Juryvorsitzenden Herrn Werner Osten und die Oberbürgermeisterin Frau Ute Sander nach vorne. In diesem Preis wurde erneut ein Sonderpreis von der Familie Künzel gestiftet. Dieser Sonderpreis wird an den punkthöchsten Preisträger alle Kategorien der Kleinen Tage der Harmonika übergeben. Mit einer Punktzahl von 24,08 von möglichen 25 Punkten erhält das Duo Hans-Friedrich Wöhl und Wilhelm Lätsch diesen Preis. Übergeben wird diese Auszeichnung von Herrn Jörg Künzel und Frau Antje Künzel. Kleine Tage der Harmonika seit vielen Jahren als Akkordeonlehrerin und Jurymitglied sowie stellvertretende Juryvorsitzende. Wir verabschieden Frau Ute Sander heute in den wohlverdienten Ruhestand und Unruhestand und danken ihr ganz herzlich für ihr langjähriges Engagement. Wir wünschen Frau Sander alles Gute.
eigentlich muss ich noch den Solisten und Interpreten danken, die ich bewerten durfte, weil die mein Herz immer mit wunderschöner Musik erfüllt haben. Vielen Dank und ich grüße euch. Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds, durch die große Kreisstadt Klingenthal, durch die Sparkasse Vogtland, durch die Firma Lenk und Meine Grafikdesign, durch das Berufsschulzentrum Leo Plauen, Schulteil Musikinstrumentenpark Klingenthal sowie durch den Sportcampus Klingenthal und durch die bereits genannten Sponsoren der Preise. An dieser Stelle sagen wir herzlichen Dank an die Klingenthaler Firmen und Privatpersonen für ihr außerordentliches Engagement. Wir bedanken uns bei der Oba-Genossenschaft Musikwinkel Klingenthal, der Augenoptik Katrin Tietke Klingenthal, der Firma Fröhlich und Karl Haustechnik Klingenthal, der Apotheke am Grünen Baum, der Firma Hein Körner Klingenthal, der Firma Windisch GmbH Zwota, der Firma Heizungsbau Schlött. Wir bedanken uns bei S&S Elektronik GmbH, der Firma Moritz Grimm, Vogtland Rea Zwota und der Familie Dr. Leo Sandler aus Zwota, sowie allen Helfern, die unserem Wettbewerb ihre Unterstützung gegeben haben. Sie hören nun den ersten Preisträger der Kategorie 3, Ruben Tizian Roth vom Robert Schumann Konservatorium Zwickau. Er spielt für Sie von Alexander Kolminow aus der lyrischen Suite Nocturno und Scherzo.
dieser Stelle für Ihre Aufmerksamkeit und möchte gleichzeitig um eine kleine Spende bitten. Am Ausgang steht für diesen Zweck eine Spendenbox bereit. Im Namen der Mitglieder des Fördervereins für internationale Akkordeonwettbewerbe in Klingenthal und den Organisatoren des Wettbewerbs möchte ich mich bei Ihnen verabschieden und sage auf Wiedersehen im Jahre 2024. Durch den Nachmittag begleitet hat. Kommen Sie gut nach Hause.